Jo, moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Überholspur Teil 3. Und nach dem Intro geht's dann mal los mit dem Wochenthema. Bis gleich. Das Wochenthema habe ich mal auserkoren. Internationaler Fernverkehrsfahrer, Sprachgenie. Na, mal so vereinfacht dargestellt. Ja, weil man im internationalen Geschäft ja dann doch mit verschiedenen Sprachen und Kommunikationsformen zu tun hat. Die verbale, die nonverbale. Ja, und da wollen wir dann diese Woche mal ein bisschen drauf eingehen. Eventuell gibt es auch noch einen Gastbeitrag, das werden wir dann ja noch feststellen. Ne? Weil es ist durchaus hilfreich, in verschiedenen Gebieten oder Ländern auch zumindest ein paar Brocken der Landessprache zu sprechen. Ganz besonders zum Beispiel empfehlenswert in die wunderschöne Franzos, in dem Franzosenland. Ne? Weil der Franzose ist da ein bisschen eigensinnig, was andere Sprachen und Co. angeht. Es ist sowieso immer hilfreich, weil es so ein bisschen den Respekt vor dem jeweiligen Land bzw. seinen Einwohnern auch zeigt, wenn man so versucht, sich ein paar Brocken der jeweiligen Sprache anzueignen und nicht wie Lollig und Bollig immer zu sagen, hier Papier, laden. Nee, genau. Ja, ich blende euch mal eben eine kleine Karte hier ein, eine Europakarte mit eigenen Erfahrungen, mit welchen Sprachen und Sprachbrocken man in dem jeweiligen Land so ein bisschen zurechtkommt. Na, es ist ja auch so, man muss ja nicht jede Sprache perfekt beherrschen, man sollte aber, wenn man weiß zum Beispiel, wie ich, dass ich demnächst sehr viel in Frankreich unterwegs sein werde, sollte man einfach anfangen, ein bisschen von der Sprache aufzuschnappen. Gut, ich weiß schon ein bisschen was, kann es auch anwenden, aber man kann ja zum Beispiel auch beigehen auf der Tour, sich selber dann noch fortzubilden. Da gibt es ja Möglichkeiten mit Sprach-CDs, etc. pp. Natürlich kommt man mit Englisch auch schon relativ weit, man kommt auch mit dem Deutschen tatsächlich in Europa relativ weit, aber das seht ihr dann ja gleich in der Karte, die ich euch einblende, von dem her. Schaut euch das eben mal kurz an. Wie gesagt, das sind Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Ja, und ich guck mal im Archiv, ob ich den einen Schnipsel noch wiederfinde, wo man dann auch sieht, dass man, selbst wenn man ein paar Brocken beherrscht, aber das Gegenüber absolut nur seinen Dialekt beherrscht und das an einem internationalen Umschlagsplatz wie dem Hafen in Barcelona, dass man dann trotzdem dasteht wie Pik 7. Das kann auch vorkommen. Ja, diesen Abschnitt zeige ich euch gleich mal eben und es gibt sowieso noch ein paar Dinge, die mich was bei bestimmten Dingen immer erstaunt haben. Anfangs hat es mich gewundert, mittlerweile habe ich dann festgestellt, ist halt so wie es ist. Viaja para Palma, ¿no? Ok, tiene dos opciones. Speak in Spanish. English. English. Ok, yo no speak English. Ah, oh, ok. A ver, esto tiene que ir allá a la oficina, ¿vale? Pero, si te quieres esperar aquí, hasta las 11. ¿Tienes problema? No problem, si te quedas aquí. No problema. No. No.
was immer auch er gesagt hat. Auf zum Finale. Ja, das, was ich da so festgestellt habe, ist halt so, wie es ist. Ich bin früher mal, wo ich noch nicht international gefahren bin, immer davon ausgegangen, naja, man ist ja als Staat auch irgendwo clever und Türe zu und stellt dann an seine Landesgrenzen Menschen hin, die einer oder mehrerer Fremdsprachen mächtig sind. Ich kann euch sagen, dies ist nicht der Fall. Also an der türkischen Grenze ist mir das ganz extrem aufgefallen. Die konnten Türkisch, ich nicht. Das war sehr spannend. Es gab ganz wenige Beamte dort, die auch einer anderen Sprache, wie zum Beispiel Deutsch oder auch des Englischen mächtig waren. Aber man schafft es ja immer wieder, wenn man ein Ziel hat, so weit zu kommunizieren, dass man eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung erreichen kann. Ja, und damit das hier alles nicht ganz so staubtrocken wird, habe ich mal eben meinen speziellen Pizzalieferanten gefragt, ob er da mal eben was zu Fremdsprache und Lieferverkehr und sowas erzählen mag. Deshalb geht es jetzt hier eben weiter mit dem Kollegen Pizzalieferanten, dem Italian Driver. Ja, so, meine lieben On the Road Freunde, ich bin's wieder. Man sieht sich ja nun schneller wieder, als man gucken kann. Letztes Mal noch Fernfahrerberuf oder Berufung. Heute geht's um Fremdsprachen. Was muss man wissen? Ja, ich in meiner Funktion als Italian Driver muss natürlich Brocken Italienisch können. Gut, habe ich nun kein Problem mit. Ich kann mich da relativ sehr gut verständigen. Das Wichtigste, was man wissen muss, ist erstmal Buongiorno. Das ist guten Tag. So wie ja und nein. Also ja, si, nein, no. Was man noch wissen muss, ist, wie Paletta auf Italienisch heißt. Das ist Bancali. Dann muss man wissen, Hubwagen. Hubwagen ist Transpalet. Eigentlich ganz einfach. Transport, Palette, Transpalet. Was muss man noch wissen? Ja, man sollte die Zahlen einigermaßen beherrschen, also zumindest von 1 bis 10, ohne Due, Tre und so weiter. Das sollte man wissen, aber wenn man da auch ein bisschen Spanisch spricht, gerade mit den Zahlen, kommt man eigentlich auch mit den Zahlen ganz gut klar. Ansonsten muss man das so ein bisschen mit Englisch mischen, funktioniert auch manchmal ganz gut. Was muss man denn noch wissen? Dopo, später, Piccoli, klein. Ach so, das Wichtigste überhaupt. Scaricare und caricare. Caricare ist laden, Scaricare ist entladen. Also es kommt praktisch ein S vor Scarico oder Caricare. Kommt einfach nur ein S vor. Scaricare, caricare. Carico, Scarico. Also es hat so die gleiche, mehr oder weniger die gleiche Bedeutung. Ja, jetzt muss ich noch weiter überlegen. Mensch, meine Fresse, bei mir geht das immer alles so in der Tour so fließend. Und wenn ich jetzt überlege, das so erklären soll, ist es gar nicht so einfach. Ach so, ja. Ganz wichtig ist, was ihr schon öfters bei mir in den Folgen gehört habt, Domani Mattina, das heißt morgen früh, alle Otto, ist klar, Otto 8. Morgen früh um 8. Dann gibt es noch Otto Merza. Ja, das wäre dann 8:30. Ja, links und rechts müsste man wissen. Links ist Sinistra, rechts ist Destra.
Kreisverkehr, müsste man wissen, ist Ritondo oder Rotatoria. Attraversamento, das ist die Kreuzung. Also sprich, wenn ihr einer erzählt, Attraversamento, Sinistra, ne? Nächste Kreuzung links. Ne? Also, falls ihr mal nach dem Weg fragen müsst. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, ist der Gabelstapler. Der ist so oberwichtig. Carello Elevatadore. Wenn der mal hinten mal mit seiner scheiß Ameise noch nicht so wackeln würde. Und wenn euch einer fragt, Targa, das ist die Zugmaschine, das Kennzeichen. Also wenn ein Targa, wollt ihr einfach nur das Kennzeichen hinschreiben. Und da schreiben die Papiere immer bei Firma. Da steht auch dran, Firma, auf den Lieferschein. Da immer unterschreiben, da müsst ihr sowieso in Italien sowieso zigtausend Sachen unterschreiben. Ja, das ist jetzt so das Wichtigste. Rampe, Rampa, das ist eigentlich ganz einfach. So, Stefan, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Mille grazie, amico mio, für deinen Beitrag. Ne? Ja, was ihr allerdings auch wissen müsst, ihr müsst nicht jede Sprache perfekt können. Natürlich kann man sich auch mit Händen und Füßen weiterhelfen, wie Mangiare, ne? oder Hubwagen. Es geht alles. Aber es macht einem das Leben leichter. Man sieht es ja häufig an unseren polnischen Kollegen, die dann einem wirklich dieses Papier vor die Nase halten und sagen, hier. Und ja, kein Mensch in dem Büro oder wo ihr gerade seid, versteht die, weil man irgendwie nicht wirklich weiß, was sie wollen. Und wenn man natürlich ein paar Brocken der jeweiligen Landessprache kann, funktioniert das alles viel einfacher. Ihr erleichtert euch den Arbeitsalltag, man begegnet euch auch viel freundlicher, als wenn ihr da einfach so hinkommen würdet. Ja, da soll es dann mal diese Woche für dieses Video gewesen sein. Na, wir könnten das noch weiter, viel weiter ausführen mit sämtlichen Fremdsprachen oder sowas. Machen wir aber nicht. Und was euch heutzutage auch immer hilft, ist natürlich, dass wir Smartphones haben. Wo man ganz toll über Google Übersetzer das sogar sprechen lassen kann, was man in der jeweiligen Sprache sagen möchte. Ne? Wundert mich auch immer wieder, dass viele Kollegen aus dem Osteuropäischen das nicht einsetzen. Ich weiß nicht warum. Aber ich weiß, dass ich mit dem Julian in Italien schon mal so eine Preisverhandlung über ein Fiat 500 geführt habe. Es geht. Ne? Genau. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr noch nicht zu Hause seid, kommt heile zu Hause an. Und dann genießt die Zeit mit euren Liebsten. Horrido!